Oh, diese scheiß Bullen! Entschuldigung. Also nichts gegen die Bullen, aber die müssen mich hier nicht immer verfolgen bei dem Spiel. Scheiße. Upsi. Gleich nächster Autogramm. Oh, unser Anhängerschein ist höher. Oh. Mann, nach vorne ist doch die Abfahrt nach Atlanta. Ja, genau. Tempoüberschreitung 2600. Das ist verarschen. Was bist du denn für eine Fotze? Meinst du dich? Nix gegen dich, aber was soll der Scheiß? Ja, ruf mich doch an. Du machst so Scheiße. Nein, Entschuldigung, meine Ecke. Mein Gott, ey, die hupen mich hier voll. So, nach der Fahrt werden wir denn wohlhabend, also Bismarck vielleicht noch, vielleicht nicht im nächsten Part, weil es zu lange dauert, ey. Weil Bismarck von Atlanta, ich kann ja mal bei Google öffnen mal eingeben, Atlanta nach Bismarck, das ist eine ziemlich lange Tour. Oh, von Stein aus München. München AV und dann konnte ich die Ziffern leider nicht mehr lesen, aber ich glaube, das war eine 6-8. Warte, wir fahren nochmal nach ran. Das sind immer drei Zahlen. Das ist eine 7-6-5. Also, M, München, dann Armin Victor 765. Falls jemand das Auto vermisst, ich weiß, wo es ist. Okay, das sind 1500, also nochmal 400 Meilen nochmal mehr und 8 Stunden Fahrt mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, genug aufgenommen. So, wir fahren einfach mal geradeaus. Oh ja, park doch hier! Die Ampel ist grün, Mädel! Farbenblind oder so? Ja, hup noch, scheiß Münchner. Ja, hier was ist das? Ungarn? Eigentlich, nee, Belgien kann es nicht sein. Bosnien-Herzegowina auch nicht. Die haben eine andere Flagge. Aber es sah eigentlich so aus. Mann, wir überholen die jetzt einfach alle. Ich hab keinen Bock mehr. So, jetzt machen wir mal eine richtig übelst fette Route nach Anchorage. Wo ist Anchorage? Hier ist Anchorage. Ist es hier Anchorage? Wo ist Anchorage? Wenn ich weiß, wo Anchorage liegt, das ist in Alaska. Ja? Wo ist denn Anchorage? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist Alaska, okay. Es gibt's doch nicht. Wo ist Anchorage? Mike, wo ist Anchorage? Keine Ahnung, in Alaska. Wow, du bist ja richtig gut, ey. Ja, und ich weiß schon mal, wo es liegt. Also, wenn nicht, wir irgendwie müssen jetzt rechts, okay. Einfach der Straße folgen, würde ich sagen. Oh! Alter. Komm, wir fahren hier mal kurz vorbei. So. Oh, jetzt hat er sich schon wieder ein Cent. Ach nee, er ist angekommen. Oh, der hat ja fett Kohle verdient. Ungefähr 35.000. So, und wir sind jetzt auch gleich da. So gut wie jetzt. So, wir müssen jetzt hier rechts ist HG und da vorne ist Eddies. Mein Gott, frag doch nicht immer nach dem Verkehr, guck doch selber. Oh, was, die Route geht nicht. Scheiße, da vorne ist der Bulle. Ja, genau da, wo wir rein müssen, oder was? Scheiße. Ups. Scheiße. Ups, die sind ja witzig, ey. Okay, also wir dürfen nicht zu schnell fahren, nicht auffallen. Also Leute, benehmt euch wie normale Amerikaner. Wow, hello. Ihr habt nichts gesehen. We have to be New Yorkers, Engländer, Americans. We have to be hamburgers. Nein, Polizei, ich bin nicht, nein, ich will, sie suchen mich nicht. Ah, cool, das ist deine letzte Warnung. 0 Euro. Wow, du Scheiße! Ja, der Bulle hat mich abgelenkt, ich fahre erstmal gegen die nächste Wand. Hast du super gemacht, scheiß Bulle, ey. Warum? Na Mann, wegen dem bin ich gegen eine Wand gefahren. Oh ja, wir sind müde, genau. Jetzt, wo ich gerade beim Einparken bin, oder was? Ich sehe ja nicht, wohin. Nee! Ha! Also, ne? Freut dich schon mal auf die nächste halbe Stunde einparken? Ach, ich bin gegen eine Mauer gefahren.
Wie viel Geld würde man eigentlich bekommen für den Auftrag? Hast du das auch nicht gesagt? Na klar, ganz am Anfang, knapp 50.000. Du hörst mir aber nicht zu. Hä? Haben wir hier keinen Rückwärtsgang im scheiß Auto oder was? Ey. Wusstest du, dass die Formel 1 Autos seit 2007 erst einen Rückwärtsgang haben? Lüg nicht. Ist so. Ja, ja. Man dachte. Ich habe eine Nachricht bekommen. Achso. Hä? Mann, wir fahren jetzt nochmal kurz im Kreis. Oh! Naja, gut, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee mit dem Kreisfahren. So, das wird jetzt hier wieder eine ganz knappe Geschichte. Ja, ey, die suchen sich hier aber auch immer die besten Orte aus. Was macht denn das Wetter davon? Lalalala. Ja, das Wetter ist mir gerade scheißegal, ob es regnet, donnert oder gewittert. Ich versuche hier bloß dieses scheiß miese Drackteil einzuparken. Natürlich geht das ja nicht. Das Drackteil. Ey. Hab jetzt hier schon wieder einen Schaden von bestimmt 5000 gemacht, nur wegen dem scheiß Einparken. Wie soll man noch mit zwei Wagen rückwärts fahren? Ich bitte euch. Wie willst du mit 6 fahren? Weißt du, ey, Walitzki nimmt eins und... Ey, guck mal, Walitzki nimmt einen so einen Auftrag und muss einfach bloß geradeaus in eine Parklücke fahren und ich soll rückwärts einparken. Egal welchen Auftrag mit zwei Anhängern ich annehme, ey. Bitte dich. Der hat jetzt Glück gehabt. Der hat ja nicht Glück mal alle Fragen beantwortet. Der hat ja nicht mal... Das war nur ein Nebenprojekt statt Formel 1. Er hat einen Struff, ey. Das können, was ich hier versuche. Guck mal, der Anhänger müsste sich jetzt eigentlich in die andere Richtung drehen, hab ich in die andere Richtung dreht. Mann, jetzt, ja genau, geh kaputt, scheiß Anhänger, ey, ich schrotte dich jetzt. Mein Gott. Jetzt ist er kaputt, ey, mir doch scheißegal. Warum bist du denn doppelt? Ich kann das Ding eh nicht einparken, Mann. Ja, mach den LKW noch kaputt, los, ankoppeln. Ja, jetzt stellt sich der Anhänger richtig hin, direkt neben die Parklücke in die zweite, oder was? Alter, Probleme, scheiß Anhänger. Oh nein, Bay. Nein, oh, jetzt lenkt die falsche Richtung. Oh, scheiße. Ich das schon sehr. So, jetzt fahr rein. Ach du Socket. Ah, er ist hängen geblieben. Hm. Wie man sie immer so schön. Was war das für ein Geräusch? Hm? Das war gerade mein Anko-Laptop. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Ey, jetzt sag nicht, wir stehen direkt neben der Parklücke. Ja, genau! Ihr forzt mich an, ey! Wir haben kein neues Kommentar bekommen, deswegen. Hm. Ja, ist bestimmt Facebook oder so. Ich hab für jeden Scheiß eine Nachricht. Du gehst ja auch auf nicht auf beschäftigt. Was soll das denn sein? Wie soll ich denn bei Facebook auf beschäftigt gehen? Keine Ahnung, kann ja sein, ob das geht. Geht das? Hm? Nein. Alter. Sonst wäre ich doch die ganze Zeit auf Facebook beschäftigt. Ey, Gunnar macht immer seine Infovideos mitten in der Nacht zwischen 0 und 3 Uhr morgens. Weil ihn Skype und Facebook keiner anschreibt. Deswegen bestimmt, das ist bestimmt sehr lustig. Hä? Weiß nicht, was der gerade gefragt hat, ich werde ihm auch nicht antworten, dieser Trottel. Wie der irgendein Truckfahrer irgendeine Scheißfrage gestellt hat. Ah, ich bin jetzt sauer, ey. Mann, fahr doch einfach in die Anhänger, du Warum biegt er sich? Die muss einen Millimeter geradeaus nach hinten fahren und wir hätten den Auftrag fertig, aber nein. Das. Auf so eine Idee kommt so ein Anhänger nicht. Als ob der Anhänger denken würde. Kommt gar nicht auf die Idee zu denken. So ein vermaledeiter scheiß Anhänger, ey. Push. Hallo, wir stehen noch voll in der Parklücke. Mann, ich geh gleich kotzen, ey. Ich mach hier echt noch den Anhänger kaputt, ey. Mit unserem coolen Nike-T-Shirt, ja. Der hat ein Nike-T-Shirt an?
Ja, logisch, hab ich doch reingemacht. Achso. Ich kann mir doch den Glatzkopf da ansehen, ey. Nee, Nike-T-Shirt und Schnauzbart. Mann, hier. Du hättest mich mal sehen müssen, wie ich ausgerastet bin bei diesem dummen Trackmania-Solo-Modus. Ja! Ja! Ich habe die Scheiße geschafft! Ja! Mann! Sie haben die Fracht ausgeliefert. Ihr Lohn 48.859, Schadensstrafe 14.201. Also haben wir ungefähr... Also haben wir 34.658 Dollar bekommen. Meine Fresse, ey, jetzt müssen wir erstmal den Anhänger beim den Truck beim nächsten Mal reparieren. Ist denn, ist da vielleicht einer in der Nähe? Nee, eben nicht. Oh. So, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal, Alter. Überglücklich, dass wir den Scheiß-Anhänger losgeworden sind. Das werden ein paar Parts werden. Ein paar. Also, Leute, wir haben jetzt 248.480 Dollar. Wir brauchen 251.000 Dollar für unseren neuen Truck. Hast du mal nicht eine dumme Scheiße gemacht, ey? Das war nur wegen dem Bullen. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier läuft gerade der Trailer für World im Fernsehen, Leute, ja. Wir sehen uns im nächsten, bei der nächsten Fahrt wieder, wenn es wieder heißt, Alien vs. Steel. Haulen, haut drin. Bis dahin, ciao. Ciao.